Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Musikkapelle Zellerndorf. Der Frühling ist da, der Mai ist da, aber leider gibt es heuer aus den wohlbekannten Umständen kein Frühlingskonzert. Und so möchte ich Sie zu unserem virtuellen Konzert, unserem Wohnzimmerkonzert, recht herzlich begrüßen. Wir alle hoffen, dass wir bald wieder gemeinsam proben und auftreten dürfen und Ihnen so das eine oder andere Musikstück zu Gehör bringen können. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich Sie sehr bald wieder live bei einer unserer Veranstaltungen begrüßen darf und möchte Sie jetzt schon zu unserem Herbstkonzert am Samstag, den 14. November um 19.30 Uhr in die Schule Zellerndorf einladen. Wir sind voller Zuversicht und Hoffnung, dass dieser Termin schon möglich sein wird. Ich hoffe, es geht Ihnen soweit gut. Sie haben es sich bei Ihnen zu Hause gemütlich gemacht, vielleicht mit einem Gläschen Wein in Reichweite und genießen jetzt mit mir ein paar von unseren Kapellmeistern ausgewählte Musikstücke der letzten Jahre. Alles Gute von unserer Seite, bleiben Sie gesund und gute Unterhaltung. Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zu unserem Online-Konzert der Musikkapelle Zellerndorf. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, denn wir feiern heuer Weltpremiere. Wir kommen nämlich bis zu Ihnen nach Hause ins Wohnzimmer und ob Sie es glauben oder nicht, wir passen alle rein. Also machen Sie es sich jetzt gemütlich, lehnen Sie sich zurück oder schenken Sie sich noch ein Glas Wein ein, gönnen Sie sich Speckstangerl, Kaffee, Kuchen oder irgendwas Gesundes, denn das geht auch gleich los. Also starten möchten wir mit einem Marsch von dem österreichischen Komponisten Sepp Neumeier mit Mein Heimatland. Das Ganze wurde von unseren Musikern an den verschiedensten Orten aufgenommen und dann zusammengeschnipselt und zusammengebastelt und erscheint jetzt in Ihrem Kastel. Also schnappen Sie sich doch den Schöpflöffel, wenn es gleich heißt. Im Schritt, Marsch! Thank you.
Der nächste Titel, Alcatraz, wurde sicher nicht ohne Augenzwinkern ausgewählt. Gespielt haben wir dieses Stück beim Frühlingskonzert des letzten Jahres. Die Insel Alcatraz liegt in der Bucht von San Francisco und wurde vor allem für ihr Gefängnis bekannt. Der Komponist Fritz Neuböck hat diese verschiedenen Eindrücke zu einer packenden Komposition musikalisch umschrieben. Schon bald und nach Alcatraz können wir uns alle hoffentlich im Freien in der Natur wiedersehen. Thank you.
2018
haben sie unsere Musiker mit dem Titel Oh and the Saints zum Mitschunkeln gebracht. Hoffentlich gelingt uns das auch heuer wieder. Viele Sänger haben den Song bereits gecovert, sowie auch unsere Solosängerin Birgit Trauner. Weiter geht's mit unseren Jungstars. Ironclad von Sheen O'Loughlin wird gerne als Hymne auf Schiffen verwendet und beschreibt den ewigen Kampf zwischen Piraten und Seglern.
Im Leben gibt es keine Landkarte, die dir den Weg weist, aber es gibt eine Stimme deines Herzens, die dich immer führen wird. Den nächsten Titel in unserem Programm darf ich sogar mit einem kleinen Augenzwinkern ankündigen. Es geht weiter mit dem Gefangenenchor von Giuseppe Verdi. Ein paar Jahre ist es nun schon her, dass unsere Musiker den Titel für sie gespielt haben, nämlich im Jahr 2014 wurde dieser zum Besten gegeben. Und wie soll ich sagen, ich finde, der Titel ist auch heuer wieder aktueller denn je. Thank you.
Das Leben als Student muss ja sehr interessant und abwechslungsreich sein. Zumindest, wenn man die folgende Polka als Maßstab nimmt. Das nächste Stück heißt Studentenleben und stammt von Markus Radiske. Besonderes Markenzeichen ist eine geniale und noch nie zuvor verwendete Harmoniefolge im Trio. Viel Spaß damit! Die Rede ist von der berühmtesten Kaiserin Österreichs, Elisabeth. Im Jahr 2015 haben wir sie mit dem Stück von Sylvester Levay verwöhnt. Heuer gibt es eine Wiederaufnahme. Seit der Uraufführung in Wien im Jahr 1992
hat das deutschsprachige Musical weltweit mehr als 2 Millionen Besucher aus aller Welt angelockt und fasziniert. Thank you.
Weiter geht es mit einem der bekanntesten Märsche Russlands, Abschied der Slawin. Das Stück ist 1912 von Wassili Agapkin komponiert worden. Der Marsch erzählt von einem Soldaten, der während der Balkankriege von seiner Frau Abschied nehmen muss und Adieu sagt. Was wäre die Popmusik ohne Michael Jackson? Sie hören nun in einem Arrangement für Blasmusikorchester die größten Hits des King of Pop, wie zum Beispiel Thriller, I'll Be There and I Want You Back. Thank you.
Weiter geht es nun mit einer stürmischen Fahrt über die Weltmeere. Der Soundtrack des Films Pirates of the Caribbean trägt den Titel At World's End und ist vom Meister der Filmmusik, dem Deutschen Hans Zimmer, komponiert worden. Unzählige Ehrungen, Sternchen, Titel und vieles mehr hat es für den Komponisten schon geregnet. Und ob unsere Piraten nicht nur trinkfest, sondern auch stimmfest sind, ja, das werden sie euch jetzt unter Beweis stellen. Yeah.
ist wieder unser Nachwuchs an der Reihe. Der österreichische Dirigent und Komponist Fritz Neuböck hat anlässlich des österreichischen Jugendblasorchesterwettbewerbs 2011 eine moderne Ouvertüre als Pflichtstück für die Einstufung BJ geschrieben. Der Titel Checkpoint beschreibt die Situation, in der sich die jungen Musiker während des Blasorchesterwettbewerbs befinden. Nach langer und intensiver Vorbereitungsphase sollen die Musiker ihr Können und ihr Engagement beweisen. Sie müssen den Kontrollpunkt passieren und zum richtigen Zeitpunkt die bestmögliche Leistung abrufen. Etwas auszuschütteln. Der Konzertmarsch Mars der Medici wurde im Jahr 1938 von dem Niederländer Johann Wichers komponiert. Das Musikstück gilt als eines der bedeutendsten Werke seiner Karriere, quasi als holländischer Marschkönig, und genießt einen hohen internationalen Bekanntheitsgrad.
Ein besonderes Charakteristikum des Master Medici ist ein überaus melodisch gestaltetes Trio, in dem effektvoll dynamische Wechsel und einfache, aber sehr klangvolle Harmonien eingesetzt werden.
glauben oder nicht, aber wir sind auch schon am Ende unseres heurigen, speziellen, etwas anderen, aber durchaus schönen Frühlingskonzerts angelangt. Und wir möchten Danke sagen, dass Sie eingeschalten haben. Wenn Sie jetzt gleich tosend Zugabe rufen. Zugabe, hey, Zugabe, hey. Dann hören wir das heuer leider nicht. Aber Sie können uns doch trotzdem ein kleines, nettes Kommentar hinterlassen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Haben Sie noch einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die etwas andere Zeit. Vor allem bleiben Sie gesund und wir freuen uns dann schon drauf, wenn wir wieder ohne diesen Kastel für Sie spielen können. Die Musikkapelle Zellerndorf sagt Danke fürs Einschalten. Genießen Sie jetzt noch unser letztes Stück, unsere Zugabe, unser Meisterwerk mit Triglaf von Julius Fukic. Bis bald! Prost! 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 Prost!